Wir fahren auch mal von der Hauptstraße ab und sehen uns die Reste einer frühen Besiedlung an. Wer hier gewohnt hat, haben wir leider nicht erfahren. Bei der Rückfahrt kreuzen einige freilaufende Pferde unseren Weg. Dann geht's zum Salt River Canyon, der aussieht wie ein Mini Grand Canyon. Über einen Bergrücken kommend, können wir fast bis an die gelbe Brühe des Flusses heranfahren. Er gräbt sich immer noch seinen Weg, um einen größeren Canyon entstehen zu lassen. An dem kleinen Wasserfall scheint ein gutes Angelrevier zu sein, denn einige Leute wollen sich Fisch zum Essen gönnen. Im Tonto National Monument besichtigen wir die Felsklippenwohnung der Salado-Indianer, die wir über einen kurzen, aber steilen Weg erreichen. Die Salado-Indianer bewohnten sie bis etwa 1400 nach Christus. In diesem zweistöckigen Cliff-Dwelling gab es 20 Räume mit Stützbalken und Türen. Heute werden die Felswohnungen nur noch von einer Menge Hornissen bewohnt. Von hier oben haben wir einen schönen Blick auf den romantischen Roosevelt Lake, wo wir abends direkt am Ufer des Sees campen. Wildpferde überraschen uns am Morgen und wir lassen es uns nicht nehmen, sie in Augenschein zu nehmen. Und so wild sind sie dann auch nicht, denn sie fressen uns aus der Hand. Die Fahrt geht zum Theodore Roosevelt Dam und wir machen eine kurze Besichtigung des höchsten gemauerten Staudamms der Welt, der den Roosevelt Lake formt. Er ist 87 Meter hoch und 213 Meter lang und wurde 1911 fertiggestellt.